Hallo und willkommen zu Patch 262. Ja, Studio Wildcard hat wieder ein Patch rausgehauen. Ein ziemlich großes Patch, also es waren um die 5,5 Gigabyte. Was da so alles drin sein sollte, da wurde auch im Forum schon drüber spekuliert, weil, ja, so viel ist gar nicht drin, dass es das erklären könnte. Vermutungen waren, gingen auch darin gehen, dass vielleicht auch irgendwas an Maps geändert wurde. Also DLC-Maps, Ragnarök oder Center oder sowas. Aber bisher alles nur Spekulation. So, zunächst mal, was hat sich nicht geändert? Ja, Performance immer noch gleich. Also trotz mittelmäßiger Einstellung, keine 60 FPS hier. Auf meiner nun wirklich nicht gerade riesigen Base und gigantischen Dino-Mengen, die ich hier habe. Okay, hoffen wir aufs nächste Patch. So, was ist gekommen? So, neu ist ja eigentlich nichts. Hier schon die letzten Patches. Winzige Kleinigkeiten vielleicht noch, das sehen wir dann gleich noch. Dafür jede Menge Bugfixes und kleinere Änderungen. Ja, das natürlich auch wieder eine riesen Latte ist, werde ich auch wieder nur ein paar Sachen aufgreifen. So, was haben wir denn? Also, es gibt zwei neue Skins. Wobei neu ist an der Stelle vielleicht ein bisschen falsch. Und zwar geht es hier um den Bionic Rex und den Bionic Giga. Das sind eigentlich Skins, die man ja nur, wenn ich recht entsinne, auf der PS3, 4, weiß ich das jetzt gar nicht, also auf der PlayStation bekommt. Oder auf der Xbox, glaube. Genau, bin ich mir jetzt auch nicht sicher. So, die gibt es jetzt auch im normalen PCA. Und man muss dafür quasi nichts großartig machen, außer dass man, ja, für den Bionic Rex muss man die Tech-Höhle auf Alpha-Status durchmachen. Das ist natürlich absolut kein Problem. Weil der Alpha-Status ist ja die schwere Version. Das heißt, erstmal alle drei Bosse auf schwer platt kriegen und dann die Tech-Höhle auf schwer schaffen. Und für die Leute, die vielleicht noch nicht sich die Tech-Höhle genauer beschäftigt haben, ich habe sie ja mal gezeigt, das war damals nur die Gamma-Version, also die leichte Version, die sah ja noch machbar aus. In der Alpha-Version sieht die ganze Sache noch viel lustiger aus, denn da laufen da drin auch noch Gigas rum. Und wer weiß, wie krass wilde Giga sind, da kann sich vorstellen, wie man die platt machen soll. Also mit Dinos eher unwahrscheinlich. Da muss man dann schon mit ja, Tricks arbeiten. Und die Höhle wurde mittlerweile auch noch weiter verschlimmbessert, möchte ich jetzt mal sagen. Da drinnen gibt es jetzt nämlich wohl auch Plüschminen. Ja, super, so eine Plüschmine, die dann erstmal vom Dino haut und 10 Sekunden lang stunt. Oder so. Inklusive Dino. Ja, das macht Spaß. Nicht wirklich. Und dann in so einer Höhle mit vielen, vielen Tieren und man kann die Viecher ja nicht vorher platt machen. Man sieht, hey, da liegt so eine Plüschmine. Ja, super. Die springt vielleicht nicht raus, wenn man auf dem Rex sitzt, aber man kriegt sie auch nicht weg, solange sie nicht raushüpft. Naja. So, und da ist ja da das Kostüm für einen Giga. Ist da, finde ich, schon deutlich machbarer. Dafür muss man nämlich lediglich den Boss auf der The Center Map schaffen. Wer es nicht kennt, auf der Center Map ist es ein wenig anders wie im Standard Arc. Da gibt es mittlerweile wieder nur eine Boss Arena. Den Drachenboss haben sie nämlich in diesem Patch auch rausgeschmissen. Den haben sie erst vor ein paar Patchen reingemacht. Jetzt haben sie ihn wieder rausgeworfen. Logik weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat Sandra ja seine eigene Boss-Arena. Und diese Boss-Arena hat quasi den Affen- und den Spinnenboss gleichzeitig. Dafür sind sie aber auch etwas leichter als die Standardbosse. Ich denke mal, das ist durchaus machbar. Vielleicht kriegt man sie auch irgendwie auseinandergezogen. So, und im Zusammenhang mit diesem kam jetzt auch eine neue Steam-Errungenschaft, die eben für das Besiegen des Air Center Boss in dem Sinne bekommen wird. Aber ich denke mal, das ist durchaus einfacher machbar als eine Alpha-Höhle.
So, was haben wir noch? Ja, okay, der Drachenboss wurde entfernt, habe ich schon erzählt. Dann wurden die Bosse auch nochmal im Gegensatz zu allen nochmal ein bisschen abgeschwächt. Also die sind jetzt nur noch ein Drittel so stark. Ein Drittel schwächer, so. Also minus 33%. War der Meinung, dass die auch vorher schon etwas schwächer waren, aber na gut. So, dann, ja, jetzt habe ich hier mal einen Punkt, den habe ich zusammengefasst. Einige Fixes für die Primitiv Plus. Die habe ich jetzt natürlich schon eine ganze Weile nicht mehr angefasst. Wobei ich die wahrscheinlich demnächst auch mal wieder angucken werde. Im Zuge der Planung für unser nächstes ARC-Projekt. Ob sie mittlerweile stabil läuft. Und nicht mehr so extrem verbuggt ist. Also man hat ja schon viel gelesen an Bugfixes. Von daher ändert mal wieder was. Schau mal. Deswegen kann ich jetzt keine Aussage zu diesen ganzen, dieser Leute von den Fixes sagen. Was noch übrig ist. Von daher haut einfach selber rein. Ich werde auch wieder den übersetzten Patch Notes unten in die Videobeschreibung reinhauen. So, dann Implantat. Das Implantat ist jetzt immer links angeordnet. Immer hier auf der ersten Slot. Das ist schon mal nicht schlecht, weil dann kann man wenigstens. Manchmal ist es ja blöd, gerade wenn man travelt oder sowas, dann rutschen die Dinger hin und her. Ist jetzt eine klitzekleine Kleinigkeit, aber naja. Und was hier auch neu ist, das hat man in Patch Notes gar nicht, habe ich gar nicht gelesen. Skins haben jetzt hier einen Symbol, damit man weiß, dass es ein Skin ist. So, das ist doch mal nett. Können wir mal gucken, wie sieht das dann? Ah ja, hier sehr schön Performance-Optimierung. Okay, dann sieht man es nicht mehr. Oh, sieht auch wunderschön aus. So. Gut. Dann. Sumpfhöhle wurde nochmal. Entschuldigung, kleinen Moment. Muss mal ein Schlückchen trinken. Verdammt. Ich werde krank. Naja. So, also, Sumpfhöhle wurde noch mal ein bisschen geändert. Wurde ja in dem letzten Patch auch schon mal reingeschrieben, dass an den Sumpf oder Schneehöhle noch was gemacht wurde. Hierbei wurden jetzt ja auch Arthropleuras in die Sumpfhöhle mit reingepackt. Was ich sehr schlimm finde, ehrlich gesagt. Weil dadurch, dass du da drin eh nur mit Tauchausrüstung und Ghillie rumrennen darfst. Und wenn das Zeug kaputt ist, kriegst du Schaden. Das ist natürlich sehr angenehm. Gut, auf der anderen Seite, dadurch, dass da drin recht eng ist, kannst du durchaus Glück haben, dass die Arthropleuras gar nicht erst bis zu dir hinkommen, dass du mit der Knarre abmurksen kannst. Wobei natürlich so eine Level 300er Arthropleura, okay, bestimmt echt spaßig ist. Ich denke mal, ich werde jetzt auch, wenn jetzt noch ein paar Patches ins Land gegangen sind, nochmal die Schnee- und die Sumpfhöhle nochmal zeigen, weil die jetzt ja die größten Änderungen bekommen haben. Aber da warte ich jetzt noch ein bisschen, weil wenn die jetzt hier regelmäßig dann rumfummeln, dann naja. So, und natürlich, es wurden in der Sumpfhöhle Blutegel hinzugefügt. Yay, super. Brauchte man nun wirklich ganz dringend. Naja. So, was haben wir denn noch? Oh ja, auch eine sehr nette Sache für Leute mit Adminrechten oder die halt einfach nochmal die gern rumcheaten. Man kann ja sich teleportieren. Sowohl zum Spieler als auch Spieler zu einem selber und so weiter und so fort. Und früher war das ja so, dass man dann immer manchmal in demjenigen gehangen hat und sowas, weil halt der Port genau auf Millimeter genau war. Das wurde jetzt ein wenig geändert, sodass man jetzt daneben steht. Ja, das ist mal gar nicht so verkehrt. Dann kamen auch noch zwei neue Befehle hinzu. Und ehrlich gesagt, selbst im Forum haben sie noch drüber gerätselt, was diese Befehle bringen sollen. Da steht, dass man sich irgendwie zu einem Dino im Tiefschlaf porten kann. Und das ist natürlich die Rätsel, ob damit ein betäubter Dino gemeint ist oder ein Dino in einem entladenen Gebiet. Also ich habe es zumindest mal mit einem Dino probiert. Ich habe es mal mit beiden probiert, aber entweder hat der Befehl bei mir nicht funktioniert oder. Ja, keine Ahnung. Also der Befehl Cheat High Warp und dann der Name des Dinos.
Gut, hat irgendwie nicht funktioniert. Im Forum habe ich auch noch nichts Genaues gefunden, von daher. Wollten wir noch ein paar Tage dauern, bis irgendjemand rauskriegt, was damit gemeint ist. So, dann eine sehr nette Änderung für die Leute, die Wasserreflexion drin haben. Also die Reflexion drin haben und vor allen Dingen auch die Blumen. Ich habe den ja ausgeschaltet, weil das immer viel zu hell ist. Auf jeden Fall wurden jetzt die Reflexionen von Licht auf Wasser, das war ja manchmal wirklich extrem, dass man gar nichts mehr gesehen hat, das wurde jetzt runtergeschraubt. Das ist mal ganz angenehm, dann haut es einem nicht gleich so die Augen weg. Dann, oh ja, eine sehr nette Sache. Technische Größe des Tetranodons wurde geändert. Und zwar, viele werden es vielleicht nicht wissen, aber ein Tetranodon, obwohl er gar nicht so klein wirkt, konnte durch einen normalen Türrahmen fliegen. Inklusive Tür, muss man sagen. Musste halt ein bisschen eindrehen, aber das ging. Oh, habe mich gerne mal gefragt, wie geht das mit den Flügeln? Aber egal, es ging. Habe ich auch früher mal das eine oder andere Mal gemacht. War ganz lustig. Konnte mal sein, wenn man den Betrachter dann halt mal ins Haus setzen. Ja, es geht jetzt nicht mehr. Der ist jetzt technisch größer und passt dadurch nicht mehr durch den Türrahmen. Schade, aber ganz sinnvoll. Dann, oh ja, in der letzten Patch kam ja rein, war es der letzte Patch? Muss ich schwindeln? Dass Fackeln ja die Odons verjagen sollen. Ja, das galt dummerweise nicht für Fackeln, die auf den Dino-Satteln montiert wurden. Das ist ja auch, ist ja schon wieder entladen, das gibt's ja gar nicht. Die auf Dinosaurier waren, die haben Trodons nicht vertrieben. Das wurde jetzt gefixt. Und in diesem Zusammenhang wurde auch gefixt, das habe ich ja im letzten Patch gezeigt. Ich habe eine blaue Fackel auf den Sattel getan und habe eine blaue Fackel und habe eine weiße Fackel wieder zurückgekriegt. Das wurde jetzt auch gefixt. Nur für die Leute, die vielleicht eine bunte Fackel hatten und kein Blueprint dafür haben, ja, für die ist es spät. Naja, Early Access, damit muss man dummerweise halt immer wieder mal rechnen. So, dann für unsere Tech-Fetischisten. Der Tech-Generator ist teurer geworden. Um 25 Element. Gut, ich weiß jetzt gerade nicht mal mehr. Angrenz. Ja gut, hier habe ich jetzt natürlich keine dummerweise, deswegen kann ich nicht nachgucken. Ich will aber auch nicht rumschieben. Naja. Also ich weiß gerade nicht mehr, was er vorher gekostet hat. Ist ein bisschen teurer. Oh, gut. Da ist mal hingestellt. Dann, was wir jetzt schon bei Skins hatten. Es gibt ja so ein paar Standard-Skins von früher, die man noch kennt. Also hier geht es hauptsächlich um den Safari-Hut, den Sony Dragon-Skin und den Parasaurus-Skin. Die konnte man ja nicht aus dem Inventar so einfach entfernen. Also man konnte sie nicht jemand anderem geben oder sowas oder irgendwo reintun. Man konnte sie nur wegschmeißen. Das wurde jetzt auch gefixt, das heißt, man kann die jetzt hin und her geben. Hat ja wohl den Sinn, dass es halt eine Sicherheit war, weil das eben Skins waren, die ja eigentlich an eine DLC gebunden sind. Also gerade der Safari Hut und Dragon Skin kam ja, hat man nur gekriegt, wenn man die DLC von Scorched Earth hatte. Und den Parasaurus hat man nur gekriegt, wenn man quasi einen Early Access Zugang hatte. Müsste es jetzt sein, bin mir aber gerade nicht sicher. Ob das jetzt, es ist zwar ganz nett, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, mittlerweile haben sie sämtliche Skins zur Verfügung gestellt. Auch Skins, wo ich sage, die sind mal aus einem guten Grund reingekommen für irgendwas Spezielles und sind jetzt für alle verfügbar. Ich finde, das entwertet den Skin dann doch ein ganzes Stückchen. Aber gut. Entscheidung Studio Wildcard. Von daher. So, was haben wir denn dann noch Schönes? Dann Nachtsichtgerät hält nun etwas länger. Das ist vielleicht ganz angenehm. Das ist schon wieder extra entladen. Ja, man sieht hier extreme Speicheroptimierung. Gut, dann
Sprengstoffe beschädigen nun auch Bodentexturen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Dann nehmen wir uns doch mal. Noch mal ein paar Granaten, probieren das mal aus. Okay, man sieht zumindest nicht, dass irgendwas passiert. Okay, jetzt ein Baum damit gefällt. Ging das jetzt vorher auch oder nicht? Und zumindest die Büsche scheinen es nicht zu jucken. Also Büsche juckt's nicht, Bäume kann man damit fällen. Was jetzt damit gemeint ist, müsste ich ehrlich gesagt schwindeln. Ich habe nämlich noch nie versucht, Bäume mit einem Granatenwerfer zu, mit einer Granate oder einem Raketenwerfer zu fällen. Von daher, kein Plan. Heute habt ihr es ja mal ausprobiert. Das habe ich schon gezeigt, Fackeln habe ich schon gezeigt. So, dann wurden ja Detailgrad verschiedener Bäume, Zweige, Äste, Stümpfe etc. wurde verbessert. Ja, gut. Das ist natürlich jetzt so eine Sache. Wie sah ein Baum jetzt vorher aus? Besser, schlechter? Also allein wenn ich sowas schon lese, wie Detailgrad wurde verbessert. Ja, wie wär's mal erstmal mit Performance, Leute? Es bringt nichts, wenn die Bäume schicker aussehen, wenn die Performance dabei noch weiter runter geht. Ob jetzt hier irgendwas besser oder schlechter aussieht, keine Ahnung. Bin jetzt nicht so oft im Wald und vor allen Dingen, welche Bäume das sein sollen. Ist eine gute Frage. Also ich sehe keinen Unterschied, von daher. Wieder ein Brondo da unten. Doch gar nicht, naja. Da ist jetzt mal dahingestellt. Vielleicht findet einer von euch ja einen geänderte Strukturen, wo sich sicher ist, dass jetzt besser aussieht oder wie auch immer. Gut, dann, oh ja, ist auch eine meiner Lieblingsänderungen. Der Tech Tapejara Sattel kann jetzt die Holzfackel benutzen. Ja, ganz ehrlich, Leute, was soll der Rotz? Also, die kommen hier mit, Hightech-Sachen an, da hat man einen, keine Ahnung, einen Sattel aus Titan oder was auch immer das sein soll, mit einer Plasmakanone und dann setzt man hinten eine probliche Fackel dran. Hallo? Das ist immer wieder das Thema, dass die einfach Steinzeit und Zukunft zu sehr teilweise zu sehr vermischen, weil einfach sie nie die passende Gegend dazu eingefahren haben. Weil, ganz ehrlich, warum läuft man hier rum mit Hightech-Rüstung und hat immer noch eine Fackel in der Hand? Warum hat man nicht mal eine ordentliche Lampe oder sowas? Na gut, man könnte ja sagen, es gibt ja die Lampen an Pistolen und sowas. Ja, das stimmt. Gibt es. Und dafür musst du jedes Mal die Pistole nehmen und musst sie jedes Mal ein- und ausschalten. Einschalten, weil wenn du wechselst, bleibt die Lampe nicht automatisch an. Blöd. Gut, es gibt natürlich kein Wärme. Aber warum? Es fehlt einfach so eine Zwischenstufe. Also man hat hier nur Steinzeit, hat aber keine Zwischenzeit und erst recht keine Tech-Sachen. Geilste finde ich immer noch, ja, als damals mal das Video für die Tech-Rüstung kam. Wie sie da in voller Tech-Motor stehen und dann erstmal das olle Bambusrohr nehmen. Weil es gibt ja kein moderneres Fernglas. Weder im Mitteltier noch im Endtier.
Und jetzt Technik Sattel mit einer popligen Holzfackel. Also das passt in dem Sinn einfach nicht zusammen. Da muss man echt noch ein bisschen was machen und noch ein bisschen Mittel und auch Endtier noch dazufügen. Aber gut. Kommt vielleicht noch irgendwann, vielleicht auch nicht. Dann, was haben wir noch? Oh ja, Detailgrad für Wollnashorn, Biber, Motorella, Ichthyornis, Denodon, Hirsch und Schaf verbessert. Ja. Also hier hinten habe ich einen Denodon. Sehen die jetzt großartig anders aus? Ich weiß ja nicht. Also bei dem würde ich schon sagen, könnte es durchaus sein, dass das Fell ein bisschen besser aussieht. Bin ich mir aber auch dort ein wenig unsicher. Habe jetzt gerade keinen direkten Vergleich, weil das ist immer so ein bisschen blöd. Also ich finde immer noch, dass ja, das Rhino sieht noch genauso aus wie vorher. Deutlich. Aber ansonsten lieber. Oh, sieht auch noch aus wie vorher, bin ich da nicht der Meinung. Hat immer noch eine ziemlich flache Schnauze, hat dann nämlich immer noch keine Haare. Also von daher, keine Ahnung, was da verbessert wurde. Also weder ist die Performance hochgegangen noch. Keine Ahnung, ich sehe keine Unterschiede. Da es ja hier aber immer irgendwas Richtung haarige Dinos oder Federdinos gibt, von daher, weil ich gedacht, dass sie irgendwas daran gemacht haben. Jonas. Ist auch gerade unsicher. So, also Stickgriff würde ich sagen, sieht auch ein bisschen besser aus, zumindest der hier, aber bei den anderen erkenne ich keine Unterschiede. Ja, das ist halt, wie gesagt, da muss man wahrscheinlich Vorher-Nachher-Bilder machen bei sowas. Was natürlich blöd war bei dem Patch, man hat erst wenige Stunden bevor das Patch kam, überhaupt rausgekriegt, was überhaupt drin ist. Also, die haben sich ja die ganze Zeit in Schweigendes gehalten und eigentlich hätte das Patch ja schon vor 5 Tagen kommen sollen. Also, da muss ich sagen, das ist immer noch so eine Sache, die ich bei Studio Wildcard einfach nicht verstehe. Die Leute, die sind echt engagiert, kann man echt nicht meckern. Aber Patch-Politik ist einfach nur ein Graus. Also, wenn sie schon nicht sagen, was drin ist, dann sagen sie halt, okay, in der Woche planen wir ein Patch. So, und dann, wenn es fertig ist, sagen sie halt Bescheid, okay, Patch kommt morgen, das und das ist drin. Aber nein, da setzen sie das Patch auf Montag, sagen nicht, was drin ist und verschieben es dann Tag für Tag für Tag für Tag und dann kommt es am Freitag. Mittlerweile ist man es gewöhnt, dass die Patches erst freitags kommen, wenn sie montags angekündigt werden. Von daher, naja, aber hat ihm gesagt, das macht nicht gerade glücklich in der Community. Also finde ich zumindest. Das ist nicht schlimm, aber dass man dann einfach. Also ich finde das halt immer doof. Die sagen, okay, Patch dann und dann. Ach nee, erst morgen. Ach nee, erst morgen. Das ist halt. Dann hält man aber die Klappe und bringt es dann, wenn es da ist. Aber naja, das ist meine persönliche Meinung. So. Machen wir noch ein bisschen weiter. Oh ja, eine meiner Lieblingsänderungen, die ich jetzt gelesen habe. Bei Regen besteht jetzt eine 25-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass Nebel aufkommt. Geil. Also Regen ist nicht unbedingt schlimm. Es sei denn, man fliegt gerade mit irgendeinem Flugvieh relativ weit oben, dann kann man durchaus in Wolken stecken. Ist natürlich. Dann die Regenwolken, hängt natürlich von der Sky Quality ab, muss man sagen. Dann sieht man nicht mehr viel. Aber ein Boden stört an der Regen nicht wirklich, außer es ist Nacht. Aber Nebel ist ja sowieso schon immer sowas, nicht schon wieder Nebel. Und wenn man jetzt Nebel und Regen gleichzeitig hat, dann ist es natürlich lustig, weil bei Regen wird es A meistens dunkler, durch die Wolken. Du siehst so und so schon ein bisschen weniger und jetzt auch noch mit Nebel dazu, wo du gleich gar nichts mehr siehst. Dann siehst du wahrscheinlich selbst am Tag nur ein paar Meter weit. Ja. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
Kannst natürlich jetzt so, weil sie nicht testen, weil, hey, wunderbarer Sonnenschein. Ich gibt keinen Befehl, mit dem man Regen erzwingen kann. Von daher. Also ich hätte auf die Änderung hätte ich durchaus verzichten können. Aber gut. So. Was haben wir dann noch? Oh ja. Alle Trilobiten und Eurypterinen wurden erhöht. Super! Noch mehr Aale im Wasser. Geil! Also, wer den Viechern schon begegnet ist, der weiß, die Viecher sind einfach nur übel. Und da die in der Regel immer in Grüppchen unterwegs sind, es steht zwar auch was drin, dass die zumindest den Spawn der Aale in den Höhlen korrigiert haben, nach unten. Aber. Super, okay, es gibt nur noch zwei Aale in den Höhlen. Ja gut, die Höhlen sollen gefährlich sein. Ja, okay. Dann kann man ja dann auch mit Walen reingehen. Aber ehrlich gesagt, ich hätte eher mal die Aale außerhalb reduziert. Dass die nicht in 5er-6er-Gruppen unterwegs sind, sondern dass die halt nur mit ein oder zwei Viechern unterwegs sind, sodass du auch mal eine Chance hast. Bei den einzelnen Aal, da hast du noch eine Chance. Den kannst du eine mit dem Schwert und über den Nüschel ziehen. Wenn du nicht gerade im Kampf mit einem Mosasaurus oder sowas bist. Hast du halt den, hättest du vielleicht noch eine Chance, aber bei 5, 6 Aalen hast du keine Chance. Nahezu keine Chance, dein Tier zu retten. Also, wenn es nur die Aale sind, wird schon kritisch, weil die echt Mörder Damage machen und du musst dann halt, während du selbst geblitzt wirst, mit einem Schwert oder sowas da rangehen und die Viecher so lange dreschen, bis sie verschwinden. Möglichst das selber überleben, während die natürlich deinen Tank kaputt machen. Und wenn dann noch ein Hai oder ein Plesio oder ein Mosa dazwischen hängt, weil du die gerade bekämpfst. Ja, Prost Mahlzeit. Also deswegen hatten wir die bei uns auf dem Server ja damals abgeschaltet, weil die einfach zu übertrieben sind. Das ist so ein popeliger kleiner Aal halt ein Level 300, einen gelevelten 300er Mosa töten kann. Mit rotem Sattel. Und das ist ein Witz, ganz ehrlich. Was ich dabei gedacht habe, ich weiß es nicht. Und in diesem Zusammenhang habe ich eben schon gesagt, dass die in Höhlen reduziert wurden. Allgemein wurde aber auch die Tiere in Höhlen, also in den Unterwasserhöhlen, ein bisschen angepasst. Und zwar, die haben wohl jetzt eine nur noch halb so hohe Akku-Range. Das heißt, die werden, wenn du irgendwas anhaust, wird nicht gleich im Umkreis von 500 Metern alles Akku, sondern in kleinere Mengen. Das ist ganz okay. Kann ich das ein bisschen besser einteilen. Auch wurden allgemein die Spawnmengen ein bisschen reduziert. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so, dass es hätte sein müssen. Also die hätten ruhig. Spawnmengen fand ich eigentlich okay. Also nicht im Singleplayer, da war es abartig, aber bei uns auf dem Server. Standardeinstellung war okay, fand ich. War sogar ehrlich gesagt ein bisschen langweilig, wenn du mit zwei, drei Mann in die Höhle reingegangen bist. Die eine Höhle konntest du solo machen. Mit oder ohne Aalen, war ja egal mit Walen. Und selbst die Höhle auf schwer, also da war kein Mosa mehr drin, keine Krake mehr drin bei uns, also keine Ahnung, was da los war. Gefährlichste waren da echt, wenn da mal drei, vier von den Dunkelostyros kamen, weil du dann einfach ewig auf den rumgebissen hast, aber ansonsten. Naja. Dann. Kairoko-Spawns wurden überarbeitet. Kairoko spawnen jetzt nicht mehr auf sogenannten Nicht-Eisbergen. Das würde demnach heißen, dass Kairoko, also ich weiß nicht, was genau damit gemeint ist, sollte wahrscheinlich heißen, dass Kairokos wohl nicht mehr im Schneegebiet am Strand spawnen sollen. Sondern dass die jetzt nur noch auf den Inseln spawnen. Was natürlich toll ist, weil die eine Insel ja schon seit einem Jahr pinguinfrei ist. Was ich nie verstanden habe. Also von einem Patch auf den anderen wurden auf einmal sämtliche Spawnpunkte auf der Insel entfernt. Da hatte man immer vermutet, ja, vielleicht kommt irgendwas auf der Insel. Ja, ist über ein Jahr her. Ich habe eineinhalb mittlerweile sogar schon. Ist nie was passiert. Von da, also, keine Ahnung, ob jetzt, wie weit sich jetzt die Spawns der Pinguin ändern. Vielleicht sind sie jetzt noch am Strand, aber wahrscheinlich, ich denke mal, sie sind nicht mehr im Wald drinne. Also, wer an der Nordküste mal rumgeflattert ist und ein bisschen in den Wald geguckt hat, der weiß, dass da einiges an Pinguinen rumläuft. Ich denke mal, die wurden jetzt damit entfernt. Aber, naja. So, dann für unsere Sammlerfreunde. Entdeckernotizen. Wer schon das Problem hatte, dass er alle Entdeckernotizen haben wollte,
Ist vielleicht schon aufgefallen, dass zumindest zwei Notizen in der Tech-Höhle versteckt sind. Die wurden jetzt nach draußen verschoben. Das heißt, jetzt kann man die auch erreichen, auch ohne dass man in die Tech-Höhle reingeht. Ist wahrscheinlich gerade für den Singleplayer ganz gut. Auf Servern, wenn man eh fordert, da reinzugehen. Naja. Dann ein sehr netter Bugfix. Und zwar, wer schon mal die Bosse gemacht hat und dann nach erfolgreichem Bosskampf trotzdem nicht lebend die Arena verlassen hat und einfach rausgeportet wurde und tot war, das soll wohl jetzt auch. Ob es ganz gefixt ist, liest sich nicht so, aber es soll zumindest weniger häufig passieren. Also, Beste ist immer noch auf jeden Fall nicht auf dem Dino sitzen, weil da ist man meistens gestorben. Das heißt immer Spinne abmurksen, looten, in den Dino stellen und warten. Ist noch rausgebaut. Das hat bei uns geklappt, aber es gibt auch dafür keine Garantie. Von daher seid trotzdem noch ein bisschen vorsichtig. So, dann Minimum der Darstellungsdistanz wurde erhöht, also Minimaldarstellungsdistanz, die man ja einstellen kann, also ab wann Detail was gerechnet wird, wurde um 10% erhöht. Super Sache. Ihr macht kein bisschen was an der Performance gedreht, aber man erhöht einfach mal irgendwelche Minimumdistanzen. Das heißt, für Leute, die halt etwas schlechtere PCs haben, denke ich mal, wird es jetzt noch schlechter laufen, weil jetzt, obwohl sie alles auf Minimum haben, ist auf einmal ein. Also zumindest wenn man hört, Minimum wurde erhöht, müsste ja eigentlich gesenkt werden, damit es kleiner ist. Also das heißt, die Distanz wurde erhöht, dementsprechend müsste es beim Sprachensystem schlechter laufen jetzt wieder mal. Ist immer so ein bisschen Interpretationssache. So, und das letzte, das ist auch wieder so eine Interpretationsfrage. Ich nehme mal an, ich vermute, dass es eine Sache ist, genau wissen tut es auch wieder keiner. Und zwar bei Fischen, also bei den Deko-Fischen, nenne ich mal, also Kohls, Lachsen, Pi sowas. Vor allem bei Kohls haben wir es immer gesehen. Wenn man ins Wasser gebaut hat oder auch Dinos drinnen stehen hatte, dann konnte es manchmal sein, dass man irgendwann hingeguckt hat und dann festgestellt hat, sag mal, wieso hängen da bitte schon jetzt 20 Kohls an meinem Hai? Oder 20 Kohls an meiner Hauswand? Da war wohl ein Fehler bei den Fischen, dass die dann einfach an den Ecken hängen geblieben sind. Und dadurch hat man irgendwann diesen Fischknoten gehabt. Das ist meine Interpretationssache. Das wurde jetzt wohl auch behoben. Schade, ich fand das immer niedlich. So, also gerade wenn man so einen Hai hat und sowas und hat es auf einmal oder der von Kohls umringt, das sah schon lustig aus. Oh, war wohl leider ein Bug. Wir dachten immer, das soll so sein. So nach dem Motto, die sind da dran angezogen, aber naja. Gut, damit bin ich mit meiner Liste am Ende und ich habe schon wieder eine halbe Stunde gelabert. Ich merke es auch in meiner Stimme. Ja. Ich hoffe, es war mal wieder lehrreich. Wie gesagt, die kompletten Patch Notes aus dem Arc Forum werde ich wieder unten drin verlinken. Dann könnt ihr euch nochmal selber alles durchlesen. Weil jetzt mittlerweile auch wieder die ein oder andere Sachen jetzt korrigiert wurden. Also noch die eine oder andere Sache dazukommt. Es gab mittlerweile auch schon zwei Hotfixes, die in der Regel mit irgendwas zusammenhängen, was im Hauptpatch drin war. Naja, schauen wir mal. Also dann, macht's gut.